Ich bin leidenschaftlicher Barfußgeher. Das heißt, ich gehe egal bei welchem Wetter, auch im Winter barfuß, teilweise Gassi mit meinem Hund. Und ich schreibe Gedichte. Was, glaube ich, viele wissen, ist, dass ich mal Fußball gespielt habe in meinem Heimatverein. Was aber weniger wissen, dass ich auch musikalisch mal aktiv war, dass ich Trompete gespielt habe. Dass ich bereits Opa bin und begeisterter Fußballanhänger bin. Ich glaube, das, was die meisten nicht wissen, ist, dass ich tatsächlich zwischen der ganzen Arbeit und Politik immer nur aktiv Fußball spiele in meinem Heimatverein in Klosterlechfeld. Ja, ich glaube, das ist sehr überraschend. Wir verbringen fast alle unsere Urlaube in der USA, weil ich in der 11. Klasse dort bei einer Gastfamilie leben durfte und auf eine Highschool gegangen bin und deshalb verschlägt es uns immer wieder dorthin. Ich besitze eine überaus große Brettspielsammlung mit über 700 Spielen. Ich finde aber keine Zeit mehr, sie zu spielen. Vor 3 Jahren habe ich begonnen, mit meinem Vater zusammen Halbmarathon zu laufen. Das war eine riesige Herausforderung und dieses Durchhaltevermögen und die Ausdauer bringe ich mit in die Politik. Bei meinen Eltern zu Hause haben wir eine kleine Landwirtschaft mit Angusrindern und auch ich habe damals meinen großen T-Führerschein gemacht und fahre auch hin und wieder auf dem Feld.